Und es geht weiter mit Let's Play Fake Grand Order. Ich bin es ein bisschen FX. Wir reisen nun hier zum wieder in die stürmische Seen. Dort müssen wir immer so blöde Servants kämpfen, so wie ihr und ihr, aber das ist schon in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich nehme jetzt nur noch Warp mit. Auf Luck kann ich mich verlassen. So, und bei ihr setze ich jetzt unbedingt. Wartet mal, wo ist es? Ah, das habe ich bei Vlad ausgegeben. Ja. So. Zack. Der sieht ihm rein. So, beim letzten Mal sind wir hier unterwegs gewesen in der Hoffnung, dass wir hier unser Reel zurückbekommen, die hier gestohlen wurde von dem werten Hector. Wir haben es auch geschafft und ihn erstmal im Kampf bezwungen, so ganz knapp. Und nun schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn seine Verstärkung kommt und wer auf seinem Schiff ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, es werden hier die Argonauten höchstpersönlich sein. Also von Herkules über Jason, Odysseus und Atalante, wer da auch immer sein mag. Wir werden es nun herausfinden in Section 10, World's Oldest Pirate Ship. Boss, they're approaching! Cannons ready fire! Not good, it didn't do anything. They deflected every single cannonball. Each and every one? You know what? If we wanna burn down a ship, we should just ram our own burning ship into them, yeah? Alright, found him. Okay, Heracles. Let's send our scrappy messes get out there a hearty greeting. Ich wusste es doch. What? They threw a boulder? Move away. Asterios! They managed to barely catch it. That barbarian over there. What is that? Is it a werebeast? Oh. That's probably Lord Asterios, otherwise known as the Minotaur. The tragic child born from the union of a divine bull and a human. So, a poorly created human, a comical creature fated to be defeated by a hero. They're really short on talent, aren't they? Hector, you seem to be in trouble, need help? Yes, Captain. I'm so sorry. Could you help? No problem, Hector. The goddess is there, and you have the Holy Grail? Then all is well. While we're at it, let's settle the score once and for all. You, the evil lords, trying to correct the world, and us, the heroes, trying to make it right. A subtle final for the Holy Grail War. Then this old man will take this opportunity. Mieser Typ, man. Ah, he jumped and ran away. Let the old guy go. The problem we have here is more important. I won't let you go. Master, let's defeat the remaining enemies first. We have to hurry. Also, wenn er mir hier übrigens von Captain spricht und der ja vor den Argonauten gesprochen hat, der Captain der Argonauten war, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, Jason. Jason, der hier das goldene Vlies bekommen hat und... Oh, ich weiß, wer die Dame ist, die neben ihm steht. Das ist Medea. Ganz sicher, es ist Medea. War ja mit Medea verheiratet. Medea kennt man ja hier als Caster aus Fate Stay Night natürlich. Ist scheinbar hier in einer anderen Form. Sieht da so nett und freundlich aus. So kenne ich sie definitiv nicht. Naja, komm. Und zumindest in dieser Form, die wir hier sehen, ist sie eine andere, aber Jason war wie gesagt mit Medea verheiratet, bis dann irgendwann mal sich Jason gesagt hat, ey, blöde Kuh, ich will eine andere heiraten, ne? Und Medea darauf dann hier, ich glaube, wieder Kinder und noch getötet hat, ich weiß es nicht mehr genau. Aber irgendwie so war das zumindest. Zumindest haben die auch zusammen das goldene Vlies erobert hier. Und sie hat eben hier Jason dabei geholfen, das goldene Vlies zu bekommen. Damals, wo noch alles viel Pfeilkuchen war. So sind halt die griechischen Helden. Alles Perverslinge, die alle einen qualvollen Tod gestorben haben. Schaut euch Herkules an. Herkules auch, ich meine, im Disney-Film ist er nicht ganz so qualvoll gestorben, aber in der Mythologie wurde er hier von, hat er hier eine Rüstung bekommen, die an seinen Körper gegangen ist und mit Gift-Efeu irgendwie ummantelt war und seine ganze Haut verbrannt hat. Also, grausiger Tod dann. So, sehr enttäuschende Gegner übrigens. Also, check your tags. Jetzt bräuchte ich meine Enkidu, aber der hat mich beim letzten Mal enttäuscht. Deswegen kein Enkidu mehr.
Aber egal. Spannender wird's, gegen wen wir jetzt kämpfen müssen. Und da ich wirklich halt nicht die geringste Ahnung habe, was das jetzt für Klassen sein können. Also ich denke mal, Medea ist ja wahrscheinlich hier. Also ich kenne sie als Caster, aber ich denke mal, das ist keine Casterin, also Lancer, keine Ahnung. Archer, Berserker. Mich wundert es, dass Orion kein. Artemis, Verzeihung, wenn sie eine einzelne Klasse wäre, wäre sie ein Berserker. Definitiv. Oh, ist der Tarago, by any chance? Tarago, is it possible? Orion, by the Argo, do you mean the Argo? Yeah, you got it right, damn it. Those are the real Argonauts. The ship of adventurers who set sail seeking the Golden Fleece. Das Goldene Vlies, genau. Likely mankind's first and strongest pirates. Now, unlike our breadbuster, generous, big sisterly tickbits captain, their captain will make you think lies have better personalities. The leader of the Argonauts, Jason. Ja, schon. So disrespectful, Minotaur. My name should be called with awe and worship. But as soon are an ugly monster fated for death, I shall grant you forgiveness. Now, come at me. What do we do, Captain? Should we crush them here now? Of course, just like heroes of justice, we fight them win head on. Indeed, justice makes me feel so good. I recommend you withdraw. It's impossible since we already have a reel. It's better to retreat. But Doctor, the Heilige Graal, powerful heroes were gathered as Argonauts, but there's one exceptional hero among them. I know, that Berserker, presumably. Yes, the greatest hero of Greek mythology, he who overcome the 12 labors, Heracles. Oh, ist er nicht putzig? Ist er nicht putzig? Der kleine Herakles. Ja, wie gesagt, der bekannteste griechische Held, es wurde ja schon gesagt. Und einer meiner Lieblings-Disney-Filme war der Grund, wieso ich mich damals so mit griechischer Mythologie, wieso mich das so fasziniert hat. Ja, wir müssen wieder Orion nehmen. Lass mal das einfach so. Ich könnte natürlich immer mein Saber mitnehmen, aber es lohnt sich nicht so richtig. Und ja, ich denke mal, wir werden bald gegen ihn kämpfen müssen. You can't win, as if you could. Heracles traveled everywhere, fought every monster. He was undefeated and ultimately rose to become a god. He is not like your second and third raiders. You trash mobs are fated to be ripped to shreds. Of course, as a summoned servant, he does lack two things. Intelligence and dignity. He's just a vicious stray dog. Now, serves him right, I'd say. Now, hand over a reel. If you do, I'll stop sending Heracles to attack you. What do you say, you masterish entity? Shut up! Master! I see. You are very courageous, really. Really like you. And you have such a cute servant too. God, very good. You're just like a hero. So good. Gee, you're so cocky for the lack of trash. Can you perish now? Servants and all? Medea, my beloved Medea. Yes, are you calling me master? You know what I want. Right, I want you to kill and break them into tiny pieces. Just like you did. Do your little brother. Ah, it's fine. I already repented. I will never betray you again. Little brother in pieces? Sometimes you say strange things, master. But that's right, Lord Jason was like this. Now, you're like this. That's why details don't matter. I'm the first disciple of Hecate, goddess of magecraft. Princess Medea will make your desire come true. I know. Oh no, this. It is called DV. Jetzt schon wieder die mit ihrem DV. It's worse than DV. Neither of the two are looking at the partner. And Heracles, you shall go too. I'll be looking after you two from here. He sends his wife on to the front line but doesn't fight himself. Master, maybe he is. He is scum of mankind. That's a funny joke. Kill them, all Heracles. To think there's someone even scummier than me.
Nee, to think there's even someone's coming under me. This world is so big and Greece is so tiny. Also Leute, ja, wie gesagt, Herakles haben wir, der, was natürlich schön wird, wenn wir hier sein Noble Fantasy haben. Herkules ja, war ja ein Halbgott, der Sohn des Zeus. Die Frau von Zeus, die werte Hera, war nicht ganz so glücklich darüber, dass der Zeus seine Eskapaden gemacht hat, mochte ihn deswegen nicht so gern. Zeus wiederum hat ihm hier versprochen, dass wenn er 12 Aufgaben hier erfüllt, dass er in den Rang eines Helden hier, in den Rang hier eines Gottes, in den Rang eines Gottes hier gestuft wird. Doch dafür muss er, wie gesagt, die 12 Aufgaben erfüllen. Unter anderem die Hydra bezwingen, den irgendeinen Stier bezwingen, den dann so einen Misthaufen musste hier aufräumen. Alle Aufgaben hat Herkules hier erfüllt und schließlich wurde es ihm dann gegönnt, ein Gott zu werden. Am Ende ist er dann, wie eigentlich alle großen Helden, verstorben. So geht das halt einfach. Aber wir haben jetzt keinen Berserker, das heißt, ich mache mir jetzt eher weniger so. Alter! Mach 1000 Schaden, so gehört sich das. So. Naja, schauen wir mal, wer hier auf uns kommt. Naja, und in Noble Fantasy sind ja hier diese 12 Aufgaben. Das bedeutet, Herakles hat durch jedes seiner Noble Phantasm, durch jede seine Aufgabe hier mit seinem Noble Phantasm unendliches Leben halten. Was bedeutet, wenn wir ihn töten, steht er einfach wieder auf. Wenn wir ihn wieder töten, steht er wieder auf. Und das hat er 12 Mal. Und übrigens, Leute, ihr habt es doch hoffentlich alle gesehen. Fates the Night Heaven P2, der Kampf zwischen ihm und Altera. Altera Sahn. So episch, Mann. So geil, Mann. Warte mal, wir können den töten. So ein geiler Fight, Mann. Nichtsdestotrotz wird es natürlich lustig, weil wir können jetzt im Endeffekt Herkules 12 Mal bezwingen. Und das, glaube ich, könnte sogar für meine gute Jackie O schwer werden. Nein, Mann! Mann! Oh, jetzt habe ich Enkidu. Das ist natürlich schön, aber wenn da Sabers kommen, ist es nicht mehr so schön. Es kommen immer Sabers, Mann. Bitte keine Savers. 3 Savers. Ah, lustig, Mann. Ich mach das schon. Enki, stell dich einfach auf die Ersatzbank. Ich manage das schon. Zack. Mann. Für Enki, du fightet sie hier, Mann. Haben wir 30 Crits aus, Mann, rausgehauen. Einfach mal so ganz entspannt. Und jetzt kommt noch Ryan dahinter. Okay, also, Herkules. Dann, hier ganz schön asozial, der Werte Jason. Schickt hier seine Frau vor. Oh, jetzt habe ich noch einen interessanten Fact. Jason hat sich ja, wie gesagt, von Medea getrennt. Darauf hat Medea irgendeinen anderen König geheiratet, wo sie dann hingereist wurde und so wieder verstoßen wurde. Die war nicht so die optimale Frau. Und wurde hier kurzzeitig zur Schwiegermutter von Theseus. Und Theseus war ja der Held, der den Minotaurus bezwungen hat, also den Werten Asteros. Also, ja Leute, ich sag's immer wieder, diese Verstrickung zwischen den ganzen Servants hier und der Mythologie, das ist so richtig, richtig cool. Das ist so eine der stärksten Sachen im Fate-Universum. Unter anderem zum Beispiel auch die Tafel und auch super, super cool. Also, ja, so Mann, wir können da immer nur dieselbe Party nehmen. Nehmen wir sie, es kommen ja immer dieselben, aber ich denke mal, jetzt wird Herakles kommen. Ich weiß nicht, soll ich ihn... Das lohnt sich eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich nehme. Ich tue aber David erstmal mit ihm tauschen hier. Der kann später kommen. Es kommt Herakles. Look at the numbers. We've just the Dragon Tooth Warriors. Family created from Dragon Fangs. Fang... That's... Hektate Speciality, alright? That sparkly kid, is that really Medea? That's weird, I thought Medea would look more like Ulfated or maybe Chloe. I still have a lot of materials. Will your ship sink from the Dragon Tooth soldiers wait before you're defeated? Take that! You're so damn annoying, get lost! Oh real? It's you they are after, stay with Artorias. But... Rest assured. I can't do that. Stand back. Wait. Are you getting in my way?
The second wave is coming. Eigentlich ist es simpel, wieso mit der hier in einer anderen Form ist. Es ist ja immer wieder, Servants werden ja in unterschiedlichen Zeiten teilweise, wann sie ihren Höhepunkt eben hatten, dargestellt. So gibt es zum Beispiel einen Alexander, als er noch jung und dynamisch war, und einen Iskander der Großen, der auch Alexander der Große ist, am Höhepunkt seiner Karriere. Und ich denke mal, so wird es auch sein. Hier die strahlende Königin Medea, die hier mit ihrem geschätzten König um die Welt gezogen ist und hier Glück hatte, Spaß hatte, und neben die Medea, die wir als Caster kennen, die hier in Fates the Night aufgetreten ist, ist dann die Medea nach eben dem Verrat von ihrem geliebten Jason. Der übrigens ein ziemlich asozialer war, aber ganz ernsthaft, Mann, wie gesagt, alle griechischen Legenden, die sind immer entweder pervers, haben irgendwie ein schlimmes Ende oder, keine Ahnung, Inzest oder so. Es ist halt einfach so. Es ist böse gemeint, aber es ist so. Tiki, tiki, tiki. Global Phantasm aufladen. So, ich habe jetzt immer meine Debuff Resistance hier. Keiner kann mir mehr was antun. So. Sehr schön. Ja, eigentlich passt die ganz gut in unsere Party. Es müssten halt nicht die ganze Zeit Savers kommen, und dann würde ich Enkidu reintun und wisst ihr, wie geil es dann laufen würde. Kann man so ein richtiges Crit-Team mal machen. Bladi, bladi, bladi. Ich schaue irgendwie nie auf so eine Art Lebensbalken, aber ich sehe gerade, dass er schon wieder kein Leben hat. Nun gut, jetzt haben wir erstmal Katze gebildet. Das kommt zwei Gegner. Wieso bist du immer gegen mich, Spiel? Könnt ihr mir mal so, ihr werdet jetzt krepieren, Mann. Zack, zack, zack. Oder warte mal. So, so, so. Ah, das hat nicht gelangt, um ihn zu töten, gell? Schade. Ah, doch. Ha, 20 Dollar. Jackie, ich weiß, ich sollte dich nicht unterschätzen. Du bist doch die Beste. Wieso habe ich jetzt hier eigentlich nicht Orion mit den 100% Critical Hit angreifen lassen? Weil ich Vlad angreifen lassen wollte, weil Vlad cool ist. Der hat schon wieder 85%, Mann. Das Kazaki Bell, damit kann man da echt nicht Noble Phantasm spammen. Weil er da gleichzeitig da wieder auf ist. Das ist schon nice, Mann. Na gut, also. Die nächste Gegnerwelle haben wir abgewehrt. Aber es warten wahrscheinlich noch die ein oder anderen Servants hier auf uns, die uns natürlich wie eh und je im Weg stehen. Lassen wir uns davon runterkriegen? Ja, natürlich nicht. Ich hab doch meinen guten Vlad. Aber jetzt bin ich gespannt, Mann, weil langsam kommen wir auf den finalen Fight zu. Und ich kämpfe nicht noch einmal gegen Hector, Mann. Ich kämpfe nicht mehr gegen ihn. Ich weigere mich. Was haben wir? Caster? Das heißt, ich müsste Drake mitnehmen. Wieso müssen wir schon wieder? Alter, Mann! Ich will doch... kann ja gern rausgehen aus der Party, Mann. Ist sie so furchtbar. Caesar bringt mir da eigentlich auch sehr wenig, Mann. Sansan kann ich auch nicht mitnehmen. Ich kann Jack ja nicht mitnehmen. Das wird ein grausiger Fight, Mann. Das ist ja eine madige Kombi, Mann. Was machen wir denn jetzt? Martha kann ich mitnehmen. Martha tut niemand etwas. Tja, und dann wird's schon knifflig. Dann wird's richtig knifflig. Naja, Leute. Ich würde mal sagen, ob wir diesen Fight bestehen oder nicht, werden wir es beim nächsten Mal erleben. Denn wir machen nun erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's dann ja weiter mit Let's Play Fake Grand Order. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.